Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Wir wollen mal wieder eine Mission machen, und zwar Bandari, die Sache mit dem Wisenden. Wir sollen zur Rinderschlucht gehen und einen Kadaver besorgen und oder finden und von dem Kadaver die Blut, eine Blutprobe besorgen. Und das machen wir jetzt auch. Und deshalb reisen wir jetzt mal ganz fix hier hin. Hier unten müssen wir irgendwo in diesem Bereich noch ein Kadaver finden. In Tichenau, in der Rinderschlucht. Und deshalb reisen wir dahin. Und alles, was uns zu dem Kadaver oder bis zum Kadaver über Milch läuft, werden wir natürlich versuchen zu schießen. Und das war der Plan, ne? Das ist schon der Plan gewesen. Es gab auch ein Update, das habe ich ja im Livestream gezeigt, getan, gehabt. Einige Rufe wurden geändert und verbessert. Die Crawler wurden, glaube ich, verbessert. Und es gibt eine neue Schrittgeschwindigkeit. Das ist jetzt normales Gehen, das ist wieder das normale Rennen. Aber wenn wir uns jetzt hocken, dann kriechen wir so langsam. Und machen, wie ihr seht, kaum Krach da unten. Was ich ganz cool finde. Und wenn wir jetzt wieder Shift drücken, das Rennen quasi, dann kriechen wir so. Und das ist mit die wichtigste Neuerung. Aber jetzt mal ehrlich, wie sollen wir hier denn ein totes Wiesen finden? Ein Wiesenkadaver. Ah, die Rinderschlucht ist hier hinten. Da vorne ist der Eingang. Wir gehen dann mal Richtung Norden, würde ich sagen. Und gucken, dass wir da vielleicht fündig werden. Ja, das Tier ist schon tot, wir brauchen es nicht schießen. Aber hier liegt schon wieder Kacke rum. Und eine ganze Menge Spuren, ich denke, was das alles Wiesente waren. Wir werden, denke ich, mal unten durch den Nadelwald gehen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ich war jetzt hier nicht mehr, was heißt nicht mehr, länger nicht mehr aktiv. Es kam jetzt in letzter Zeit wenig Videos, weil ich beim Angelturnier mitgemacht habe bei Fishing Planet und völlig verkackt habe. Und diese Qualifikationszonen, die drei habe ich gespielt. Habe es natürlich nicht geschafft, mich zu qualifizieren, obwohl ich Hilfe hatte von diversen anderen Leuten, die ich dann über Teamspeak mit im Boot hatte, die mal versucht haben zu helfen, aber hat nicht ganz geklappt. Und ja, das habe ich dann live gestreamt, aber nicht auch noch aufgenommen, weil nämlich das dauert ja auch 2 Stunden, so eine Quali-Runde ging 2 Stunden. Wenn das mal aufnimmt, ist die Platte immer voll. So, wir gehen jetzt hier mal ab Richtung Norden. Hallo. Scheinbar habe ich hier irgendwas. Ach, den habe ich leer gelassen. Ja, 6, 7, 8, 9 passt doch.
Wie gesagt, wir versuchen uns den Kadaver zu finden und alles, was uns bis dahin über den Weg läuft und in Reichweite kommt, ohne dass wir großartig Umwege laufen müssen, versuchen wir auch zu erlegen. Aber da oben ist es, oder? Wo ist ein Hirsch? Ne, da ist es. Das Rehlein. Da kommt auch schon. Auf und zugetrabt. Das war jetzt nicht der beste Schuss, aber dennoch wirksam. Oh. Lungenflügel rechts. Ja. Ja, der war schlecht geschossen. Das. Mühsam, das muss anders werden. So, jetzt gehen wir weiter in Norden. Richtung Norden. Zum Eingang der Rinderschlucht. Und dann gucken wir mal, ob wir was finden. Ist das schon das verweste Wiesent? Sieht zwar aus, als würde es stehen, aber... Habe jetzt verweste gesagt, ich meine natürlich das veränderte. Das veränderte Wiesent. Aber ich kann es auch nicht markieren. Wie ihr vielleicht seht. Ich meine, spätestens es wegrennt, wissen wir, dass es nicht tot war, ne? Aber manchen Tieren ist es ja noch so, dass die, wenn die erlegt wurden, die fallen nicht um, sondern bleiben stehen. Ich gehe jetzt auch mal dahin. Würde ich sagen. Da sind Fußspuren und auch ein Rehbock. Den Rehbock nehmen wir auch noch mit, dann sehen wir, ob das Ding springt oder nicht. Ob das Wiesent abspringt oder nicht. Aha. Die Geilheit siegt. Er ist auch schon aufmerksam. Bleib mal stehen. Oh.
Und ich glaube, das Wiesent soll das tote Wiesent sein. Wir sammeln jetzt aber erst das Rehkitz auf oder das Reh auf. Oh. Wo habe ich die denn? Scheiße. Ich habe mich vertippt. Ah, ich hätte sogar noch den Fuchs gehabt, ey. Aber siehst du, wenn du nicht hektisch machst, sondern ganz normal durchläufst, dann kriegst du auch mehr als ein Tier zu sehen. Ich würde das gerne noch, bevor ich den Wiesentbullen da... Ich sag Bulle, ne? Er hat einen Schniedelwutz. Bevor ich den Wiesent jetzt noch aufsammle, eigentlich liegen gern den Fuchs noch haben. Aber jetzt steht natürlich der Wind nicht mehr gut, ne? Das ist klar. Das ist wohl wahr. Na komm, damals, wir sind auf. I'll let Pandari know you retrieved a sample for him. Well done. I just heard from Gerlinda. She's a bit worried about her son Eric. He was outside playing, but should have come home a while ago. He's probably just being a kid and lost track of time, but if you happen to be in Rattenfeld, she was wondering if you could have a look around? He likes to play around the cabin in Rattenfeld, so that would be a good place to start. Wir sollen noch Kinder suchen hier, oder was? Nur die nicht aufpassen können. So, Blutprobe ist genommen. Und wir dürfen eine Fertigkeit Pirscher Lauerjäger. So. Ja, ich habe relativ wenig Geld zur Zeit, weil ich mir die 338 gekauft habe. Meine armen Wiesen, hoffentlich können wir die Ursache finden. Hilf mir bitte bei einem meinen Nachforschungen. Versuche Eric zu finden. Klar, Mann. So, guck uns mal an, was das hier für Kappes ist. Der vermisste Sohn. Gelände macht mir wenig Sorgen. Ja, und Ditte kann so mehr gucken, wie alt die ist. Gehe zur Rinderschlucht und entdecke einen Wiesent. Die machen wir jetzt als erstes. Weil... Warum auch nicht? Hier ist die Rinderschlucht und... Da kräut eine Sugge. Und die Sugge... Versuchen uns mal ranzuholen, ne, würde ich sagen. Aber der Wiesent-Kadaver sah nicht wirklich wie ein Kadaver aus, sondern sah aus wie ein stehendes Wiesent. Naja, das Spiel hat auch mal seine Macken, genau wie viele, viele andere Spiele, die gerade aus oder die rauskommen. Was soll der Geiz? Wir bringen das Spiel auf den Markt, verdienen Geld damit, dann kann man immer noch patchen.
So, das war gerade eine Warnung von Kyler, ne? Und da gucken wir gleich mal, ob wir eine Wiese entdecken. Na, das war Kyler gewesen, oder? Auch nicht ein Wiesent. Da rannte ein Wiesent rum. Und wo ein Wiesent ist, sind meistens mehrere. Und da was wir nur entdecken sollen, schnarcht es uns jetzt an. Wir gehen ganz normal. Ich mache mich noch nicht großartig klein, weil die Wiesente, die hauen auch nicht so weit ab. Oh doch, der ja. So. Neue Mission verfügbar, Bandari 2. Ah, drei Wiesenspuren soll ich identifizieren. Dann nehmen wir erstmal Kack kaufen. Spuren, Blut wahrscheinlich wieder, ne? Ist aber auch komisch, ne? Wenn ich Blut aufnehmen muss. Von drei verschiedenen Wiesenden. Ja, läuft, ne? Ah, so ein Fuchs. Hier ist noch mal Kacke auf dem gleichen Wiesent. Jo, auf jeden Fall das Wiesent haben wir. Und das hier unten alles Wildschweinspuren, ja. Auch Wildschwein. Also Sauen gibt's scheinbar genug hier oben. Hohlspuren haben wir noch und dann ein Ruhrgebiet wäre nicht schlecht, ne? Ruhe oder Fressgebiet wäre nicht verkehrt, wenn wir das noch finden könnten. Und das wäre nicht ganz verkehrt. Ach, da oben steht's doch. Jetzt geht's wieder. Oh, da oben stehen mehrere. Na, Kleines. Wir könnten ja unsere neue Waffe ausprobieren. Ui, die macht natürlich Terz, ne? Die 338er. Es ist aber umgekippt gerade. Also so schlecht scheinbar nicht geschossen zu haben. Ergo plumps. So, Mission abgeschlossen. Müssen wir was Wiesen finden. Vorne nicht noch Blutfleck.
Und da liegt er auch schon. Die große Kuh. Oh, da steht einer vor. Ja, geh doch mal mit in die Schädeldecke. Gucken, was passiert, ne? Oh, das sieht aus, als hätte es aber beim Beischlaf gestört. Als würde es schelexen. So, Muskelleber. Oh, war doch gar nicht so schlecht. Ethik ist 100, also 33 ist gut. Effizienz war natürlich kacke. Nehmen wir an. Muskel, Gehirn, Schädel. Ja, Effizienz 100, ne? Nehmen wir auch an. Hat sich jedenfalls gelohnt. So, dann noch Missionsliste, Daktari hier, wie er heißt. Ne. Den vermissten Sohn suchen wir ein andermal. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, schickt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann lasst es. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Feedback gebt, ob gut oder schlecht. Hauptsache Feedback und durch euer Feedback weiß ich auch, ob euch die Videos gefallen, ob sie besser machen kann. Soll, muss. Man lernt ja nie aus. Ich bin auch nur ein ganz klitzekleiner YouTuber. In diesem Sinne, mit dem Wort zum Sonntag wünsche ich euch einen schönen Sonntag und hoffe bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Ciao.